dieses 3D-Modell nutzen kann, um tatsächlich Mengen zu ermitteln, um eine Ausschreibung zu generieren, um Türlisten zu erstellen, die auch zu pflegen. Bei Leon Wohlhage Wernick Architekten. Und da wurde ich tatsächlich sehr geprägt, weil einer der Gründungsväter von Building Smart einer meiner Chefs war, der Sigi Wernick, und ich da eben gesehen und gelernt habe, wie man dieses 3D-Modell nutzen kann, um tatsächlich Mengen zu ermitteln, um eine Ausschreibung zu generieren, um Türlisten zu erstellen, die auch zu pflegen und. Und das fand ich super spannend. Und als ich das dann gesehen habe, da war es für mich dann, als ich wieder nach Stuttgart zurückgekommen bin, sehr enttäuschend, weil alle Welt auf mich zukam und mir erzählen wollte, dass es quasi noch nicht geht, dass wir noch nicht so weit sind, dass es technisch alles noch nicht ausgereift ist, dass wir mindestens noch 5 bis 10 Jahre brauchen und. Und ich hatte es ja schon erlebt, also ich wusste ja, dass es tatsächlich geht. Und ja, wie gesagt, das war enttäuschend und leider musste ich mir die Argumente heute teilweise noch anhören, aber glücklicherweise bin ich mittlerweile in einer anderen Position, wo ich die vielleicht eher davon überzeugen kann. Dieses Standing hatte ich damals noch nicht, aber jetzt mittlerweile kann ich ein paar Referenzprojekte vorweisen oder nachweisen und das belegen, dass es tatsächlich funktioniert und dass es nicht nur hohle Theorie ist oder irgendein Hirngespinst, wie es oftmals abgetan wird. Mhm. Das, ja, das ist sehr spannend, was du erzählst, weil das sind genau die Punkte, die wir heute noch hören, dass die meisten Architekten noch in 2D arbeiten und sich diesen nächsten Schritt, sag ich mal, nicht wagen, allein mit Informationen, automatischer Auswertung, weil wir sagen, oder ich höre sehr oft, das Ganze funktioniert noch nicht. Und können wir nachher nochmal das Thema eingehen, aber ja. Es ist auf jeden Fall spannend, dass du dann schon vor 10 Jahren das Ganze gemacht hast. Und bis heute gibt es noch sehr viele, die den Weg noch nicht oder noch nicht mal auf dem Weg sind. Und deshalb ist es umso spannender, dass du deine Erfahrungen mitteilst.